Die erste Aufgabe zur Bogenlänge. Die Länge einer Funktionskurve oder nachher einer allgemeinen Kurve, nicht unbedingt einer Funktionskurve. Nachher interessiert einen natürlich nicht die Länge einer Funktionskurve so sehr, sondern die Länge irgendeiner allgemeinen Kurve. Wie lang ist irgendeine Strecke, die so quer durch den Raum gefaltet ist? Ja? Aber erstmal die Bogenlänge einer Funktionskurve. Und zwar die Kurve folgender Funktion, f von x ist gleich 2 mal x plus 1 hoch 3 halbe, von x gleich 0 bis x gleich 1. Also, wir können ja mal vorsichtig gucken, wie das aussieht. Von x gleich 0 bis x gleich 1, schön. Bei x gleich 0, 1 hoch 3 halbe ist 1, 2 mal 1 hoch 3 halbe, er fängt ja also bei 2 an. Ich bin sehr großzügig auf der x-Achse, sei es so. Und an der Stelle 1, 1 plus 1 hoch 3 halbe, 2 hoch 3 halbe, 2 mal 2 hoch 3 halbe, 2 mal 2 hoch 3 halbe. Was halten Sie davon? 2 mal 2 hoch 3 halbe, was wird das ungefähr werden? Wunderbar, 2 hoch 2 mal die Wurzel aus 2. Hier haben Sie 2 mal 2 mal die Wurzel aus 2. 2 mal die Wurzel aus 2. 2 hoch 1 mal 2 hoch 1 halb macht 2 hoch 3 halbe. 2 hoch 1, 2 hoch 1 halb. Die beiden zusammengenommen sind 2 hoch 3 halbe. Ich habe also 2 mal 2 mal Wurzel 2 macht 4 mal Wurzel 2 macht 4 mal 1,4. Ungefähr, 4 mal 1,4 ungefähr, sind also 4 plus 1,6 ungefähr, irgendwas bei 5,6, miserable Zeichnung, irgend so ein Stückchen hier quer durch den Raum. Ich möchte wissen, wie lang dieses Kurvenstück ist. Das fängt doch gut an. Sicherheitshalber, weil einige doch noch in die Formelsammlung gucken, diese Formel für die Bogenlänge, die ist doch eigentlich banal. Das ist wieder Pythagoras absurderweise. Nichts Blöderes als Pythagoras. Wenn Sie so eine Kurve haben, stellen Sie sich die in kleine Stückchen zerlegt vor. Wie sind diese kleinen Stückchen? Ich gehe dx rein formal, gehe ich dx zur Seite und dy nach oben und frage mich jetzt, wie lang ist die Hypotenuse? Und dann muss ich diese ganzen kleinen Hypotenusenstückchen aufsummieren. Wie lang ist diese Hypotenuse? Rein formal Wurzel aus dx² plus dy². Ich schreibe das mal in Klammern. Rein formal, so lang wäre diese Hypotenuse. Ein winziges Stückchen nach rechts, ein winziges Stückchen nach oben, so lang ist die Strecke auf der Kurve. Und diese ganzen kleinen Stückchen hier entlang der Kurve müsste ich aufsummieren. Dieses Ding hier müsste ich integrieren. Jetzt rein formal geschrieben, was die Anschauung dahinter ist. Ich integriere von a bis b dieses Ding hier, die Wurzel aus dx², wenn das alles so einfach wäre, plus dy². Das müsste ich aufsummieren und kriege die Bogenlänge raus. Von x gleich a bis x gleich b. Dy können wir aber umschreiben. Dy ist, es bleibt so formell wie eben bei der Substitutionsregel. Das ist, wenn Sie schreiben, was dy ist, was ist dy? Die Steigung, für die haben wir einen hübscheren Namen, f' von x, was ist dy? Die Steigung mal dx. So hängen die beiden zusammen. Dy ist die Steigung mal dx. Macht also das Integral von a bis b Wurzel dx² plus das Quadrat der Ableitung, ich hole es nochmal ins Bild, das Quadrat der Ableitung mal das Quadrat von dx, das wird das Quadrat von dy, das Quadrat der Ableitung mal das Quadrat von dx. Alles jetzt rein formal hingeschrieben. Hier ist dy ersetzen mit Hilfe von Ableitung und dx. Und jetzt sehen Sie, oh, da kann man ja dx ausklammern. Wir klammern die x aus der Wurzel, aus dem Wurzel holen wir das Quadrat raus, da fliegt es weg, wird eine 1.
Und da steht die offizielle Formel. Was ist die Bogenlänge? Das Integral von a bis b. Wurzel 1 plus Quadrat der Ableitung dx. Das muss ohne Formelsammlung gehen. Ja, das reine Rechnen sollte nicht mehr die Aktion sein. Meine Funktion ist 2 mal x plus 1 hoch 3 halbe. So. F von x ist gleich 2 mal x plus 1 hoch 3 halbe. Das heißt, die Ableitung wird sein, Potenzregel, die 3 halbe nach vorne bringen und um 1 verringern. Eigentlich ist hier, aber das haben Sie schon gesehen, eigentlich ist hier Kettenregel angesagt. Äußere Ableitung, so und so viel hoch 3 halbe ableiten, mal innere Ableitung, x plus 1 ableiten, aber x plus 1 ableiten ist 1. Ich verschiebe ja einfach nur meine Funktion entlang der x-Achse. So, das wird die Ableitung sein. Ich kann kürzen und dann habe ich die Bogenlänge, ist das Integral von 0 bis 1, wollte ich das machen, Wurzel 1 plus das Quadrieren, also 9 mal hoch ein halb fällt weg beim Quadrieren, 9 mal x plus 1 in der Wurzel dx. 3 quadrieren, ne? Alles quadrieren. 3 quadrieren und hier hoch ein halb quadrieren. Macht also 0 bis 1. Jetzt habe ich in der Wurzel 9x plus 1 plus 9, 9x plus 10 dx. Mit welcher Regel gehen Sie das Integral an? Substitutionsregel, genau. Hier das innen drin ernenne ich zu z. Dann ist dz nach dx 9x plus 10 nach dx. Wenn Sie ableiten, kriegen Sie 9 raus. Macht hier dann also das Integral von 0 bis 1, Wurzel z, und Sie sehen, haha, Vorsicht, nicht mehr 0, nicht mehr 1, ich streiche es schon mal durch. Das dx wird werden, Sie bringen das dx rüber, 1 Neuntel dz, ne, durch 9 teilen mal dx, dx ist 1 Neuntel dz, dx ist 1 Neuntel dz. Und jetzt natürlich z nicht mehr von 0 bis 1, sondern von, ich setze 0 ein, habe 10, ich setze 1 ein, habe 19 für z, macht also 1 Neuntel das Integral von 10 bis 19, Wurzel z dz. Jetzt brauche ich eine Stammfunktion für die Wurzel, die Potenzregel rückwärts. Ja, hier steht z hoch ein halb, ich brauche was mit z hoch 3 halbe, damit das wieder was mit z hoch 1 halb wird. Wenn Sie den ableiten, kriegen Sie 3 halbe mal z hoch 1 halb. Z hoch 1 halb ist schön, aber die 3 halbe sind nicht schön. Die kann ich aber reparieren. Jetzt stimmt's. Wenn ich den ableite, 2 Drittel mal 3 halbe mal z hoch 1 halb, habe ich die Wurzel in den Grenzen von 10 bis 19. Macht 1 Neuntel, große Klammer, nicht vergessen, 2 Drittel. Ach, das hätte ich mit dem 1 Neuntel zusammenfassen können, Entschuldigung. 1 Neuntel mal 2 Drittel, so hole ich alles raus. Die 19 hoch 3 halbe minus die 10 hoch 3 halbe. Und hier vorne stehen dann 2 27, macht es auch nicht viel schöner.